Hallo, willkommen zu einer neuen Runde. Meccabellum. Also ich habe den Zähnen gelesen da oben. Okay. Passt. So. 500 Leute online, ja. Linewo hatte gestern 100 online, wenn ich richtig gesehen hatte. Klar, ein ganzes Stück kleiner. Übrigens Linewo, wir spielen das jetzt wieder jeden Abend im Discord, ne? Jeder ist da willkommen. Also auch jemand, der neu einsteigen will, ohne jede Frage. Fritz hat gestern solche gekauft für 12 Euro. Und ist dann auch eingestiegen in unsere Runden. Und nach zwei, drei Runden hat er eigentlich auch schon einen Großteil von dem Spiel eigentlich gekonnt, denke ich. Das kann man relativ schnell lernen. Zum Meistern dauert natürlich ewig, aber zum Lernen, das geht relativ flink. Also wer Lust hat, ne, meldet euch einfach im Discord. Dann da sind jetzt abends immer ein paar Gruppen wieder unterwegs. So. Ja, Speed-Panzer eventuell. Ich mag keinen Mustang-Start. Immer den Speed-Panzer. Die hinterher schon ganz gute Allrounder, die Viecher. Und wenn sie ein bisschen schneller sind, ist echt ganz nice. Kann man jetzt vielleicht die Panzer, die irgendwie clever überholen lassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Giant. Ja, auf der einen Seite hätte ich gerne einen Marksman dabei. Auf der anderen Seite auch wieder nicht. Ein schwieriges Thema hier. Glaube, ich mache den Marksman dabei. Also die Crawler brauche ich relativ lang leider, aber man kann das jetzt auch nicht ignorieren, dass da eben diese Flugviecher sind. So. Und dann können wir hier noch ein bisschen rumballern. Ich muss, glaube ich, genug Platz lassen, dass der Melting Point noch zwischenpasst, potenziell. Oder sowas. Hat interessanterweise horizontal aufgestellt, obwohl die beide auf einer Seite sind. Ist in dem Falle aber auch egal. Ja, die gehen leider nach links abbiegen, aber Blitz, Blitz, Blitz. Voll schnell. Ja, Anti-Small fehlt, ne? Das habe ich ja schon vorher gesagt, dass wahrscheinlich sein wird. Die Frage ist halt, ob ich halt einen Arclight hole für Anti-Small und dann den Fang zugetraut hätte, wenn sie erst alleine tanken, dass sie noch lange genug leben, um die Phoenix runterzuholen. Ne? Also es war einfach zwischen Pest und Cholera die Wahl, denke ich hier. Oder zwischen CA 2 und 3. Sucht euch irgendwas aus. So. Kleinvieh töten. Ja, die Badger, ne? Die können das ja jetzt machen wahrscheinlich. Und da kommen ja auch die Läufer rein. Also die sind, glaube ich, perfekt da drin. Und gegen das, was da kommt, habe ich eigentlich auch Schaden. Die Wespe ist noch ein bisschen am schlimmsten wahrscheinlich. Aber ich habe da zwei Marksmen stehen, die können das auch noch erhöhen. Ja, also hier ist ein Barbecue-Fest. Und da passt dann immer noch der Melting Point rein und hier ist dann auch ein Barbecue fest. Das müsste doch eigentlich gehen, ne? Genau. Und falls die Wespe kommt, noch mehr Marksman. Und falls das Dicke kommt, ja, dann immer noch mehr Marksman. Die schießen dann komprimiert aus der Mitte da raus. Genau. Und da muss man mal gucken, ob das halt funktioniert, ne? Ansonsten hier mal kurz aushelfen mit einem Schuss. Das kostet zu viel für nix. Dann lieber den Schaden, wenn jetzt was Dickes kommt. Wespe rechts unten. Ich glaube, die erste ist nie so gefährlich wegen dieser Port-Timing. Ne? Vor allem hat es ja auch noch hinten hingestellt, ne? Porten und noch extra weit fliegen. Bis dahin kann schon ein Großteil entschieden sein. Ich sehe gerade, ich habe das nicht richtig aufgestellt. Ja. Naja. So ist das manchmal. Genau, wie der Wespe ist noch in der Arbeit. Und da muss er nochmal extra weit fliegen. Und das extra weit fliegen hilft mir sicher auch ein ganzes Stück noch. Da kommt es halt auf Sekunden an. Rüstung. Ist noch nicht ganz perfekt, die Rüstung.
Ja, sind die alle tot? Und jetzt bam, 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 bam. Aha, okay. Ja, also entweder verkauft er das oder er macht ein All-In mit irgendwas rechts unten, ne? Das ist ja so die Idee, wenn man das so aufbaut. Und das ist jetzt zum 1000% geraten. Also, ne, baue ich den Satellit hin, hat er vielleicht einen Crawler da stehen, weil er All-In macht, dann klappt das nicht. Baue ich was hin, den Verkauf steht es umsonst da unten. Da ich aber Speed habe, hier vorne, kann ich zumindest von unten schnell nach oben laufen. Dann kaufe ich jetzt eine Einheit, die da oben auch noch funktioniert, wenn ich die unten kaufe. Ja, die Fangs geben sich Mühe. Und den habe ich eben nicht vertraut, den kleinen Viechern. Mass-produced Fortress. Na gut, da könnte ich preiswerte Schilder an die Front packen, ne? Die Giants kommen auf jeden Fall gleich. Mass-produced Fortress für die Front. Die haben halt nichts, was sie abschießen können, außer da oben. Ah, das scheint mir nicht so super sinnig. Don't know. I don't know. Ja, eigene Wespen kann ich, glaube ich, machen. Jetzt ein bisschen riskant, weil, ne, wenn da der Crawler hinkommt, schaffen wir es ja trotzdem nicht. So, lassen wir ihn damit rüber. Mit der Reichweite dann? I don't know. Ein bisschen früher alles rösten. Der sitzt da hinten sicherer. Ist da geblieben. Hat halt gepokert. Weil meine Flammenwerfer damit effektiv, ineffektiv gemacht. Barrier kann halt auch wieder verkaufen. Ja, der macht das schon sehr gut, ne? Der hält sich immer alle Optionen offen und zwingt mich immer jede Runde irgendwie dreimal zu raten. Und wenn ich vor diesen drei Raten eins falsch rate, dann habe ich ein Problem. So, dass ich halt, ne? Und ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit falsch, als richtig zu raten. Und da ist das schon die richtige Strategie, die der fährt. Ja, auch die Distanzen hier vorne, wenn er da steht, dann kommen ja nur Giants. Ich glaube, dann können wir die Artillerie dazu packen. So, 150, dann direkt die dicke Möhre. Ist das zu teuer? Mein Kopf rechnet es morgens nicht so gut. So, Raketen da rein auf jeden Fall. Dann klappt der Badger gleich vielleicht auch. Leveln wir die Wespe, gucken wir, was passiert. Ich glaube, wenn ich so reinfliege, dass ich tatsächlich den Wespenkampf jetzt verlieren würde. Aber ich unterstelle mal, dass er den verkauft. Das könnte jetzt Gegese gewesen sein, ne? Dass ich eine falsche Information da reinfliege, wenn er noch bleibt. Vielleicht macht ja Speed einen Unterschied. Bombe. Luftabwehr, okay, das ist natürlich ein ganz komisches Upgrade. Gegen Wespen ist das nicht so gut. Ja, aber hier wird jetzt alles ausgelöscht. Ne? Da hätte ich meine gesamte Armee jetzt eingesackt und da sowieso verloren. Interessiert jetzt eher, ob wir den Kampf gewonnen hätten. Ja, ganz klar gewonnen. Speed, wo so bin. Wie gesagt, meine gesamte Armee wurde jetzt hier vernichtet. Ne? Also da brauche ich die Runde, glaube ich, keine Sorgen machen, was da jetzt abgegangen ist. Aber man sieht trotzdem, wie gut das noch aufgestellt ist, obwohl die Armee eingesackt wurde vom Orbitalschlag. Aber das war schon richtig mit der Artillerie wahrscheinlich. Ja, das Luftabwehr-Upgrade, wie gesagt, von eben ist, denke ich, völliger Käse. Das ist ganz gut. Es kommt Feuer, Mustang-Produktion. Machen wir dickere Artillerie. Gegen das Feuer müssen wir uns auf jeden Fall aufstellen, eine Runde. Kein
Keine Lust zu rösten. Hier, wenn wir unten gewinnen, dann gewinnen die da. Vielleicht trotzdem noch mal nach dem Upgrade vielleicht gucken. Wir könnten die Panzer verkaufen. Die machen, glaube ich, nicht viel. Und so richtig tanken. Ja, aber verkaufen ist immer so eine Sache in dem Spiel. Ja, links ein paar Modelltanks dazu packen. Also eine Artillerie, um das Ding zu bekämpfen. Und dann Modelltanks. Also einen brauche ich auf jeden Fall da links. Ja, und dann eben nochmal zweimal Artillerie. Passt das vom Geld? Nope. Weil ich bin halt ein Genius. Okay. Aber mal gucken, ob das klappt. Die würden, glaube ich, nicht durch den Satellit sterben, oder? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich glaube nicht. So, jetzt mache ich trotzdem nochmal einen dahin, falls er doch mal überlegt, dann noch spontan einen dahin zu bauen, ne, einen mitspielenden Freund. Ansonsten haben wir noch 100 über, dann gehen wir den einfach, damit die den Kampf nachher noch gewinnen, falls er was dahin gepackt hätte. Hat er verkauft, okay. Warte, mach ich dem Geld? Keine Ahnung. Aber das Feuer haben wir auf jeden Fall abgehalten. Vielleicht Schild. Nicht nach draußen gehen. Da brennt's doch. Na gut. Ja, Luftabwehr wäre ich wahrscheinlich zu wenig. Guck, ob die Wespen das schaffen. Ja gut, der hat die Dinger jetzt auf Level 3 gleich. Also da könnte man überlegen, ob man die nicht auch mit so einem Ding wegholt. Oder halt jetzt All-in-Wespe geht. Oh, Feuerchen. Da machen wir Laser-Sight. Ja. Ich meine, die Wespen, die machen ja anscheinend ihren Job, ne? Dann gebe ich den Reichweite. Das ist schon mal immer gut. Und dann machen wir einfach mehr Wespen. Die dürfen halt nur nicht gegen den stacken da hinten, ne? Das wäre halt die Hauptgefahr. Und da muss man die so ein bisschen gleichmäßig aufteilen. Genau. So vielleicht. Mal sehen. Und dann eben, weil die schon hier einen schönen Level haben, ne? Mal so eine OP-Wespe draus. Man kennt das ja. Jetzt habe ich natürlich gegen Feuer und Öl diese Runde nichts aufgestellt. Und ich habe jetzt auch nicht in Erinnerung, was gerade im Angebot war. Ich glaube, dass Feuer im Angebot war. Und wenn dem so ist, habe ich verloren. aber nochmal Kredit dafür aufnehmen, weil ich daran glaube. Das ist immer so eine Entscheidung. Also ich glaube, dass Feuer im Angebot war. Und wenn nicht, habe ich das umsonst jetzt ausgegeben hier. Ja, es war Feuer im Angebot. Gut von der Seite. Klumpt meine Dinger ein bisschen vielleicht. Mal sehen. Ich überlege gerade, welche EMS-Raketen ausgekriegt oder die Luftabwehr ausgeknipst von dem Ding. Wo ich immer noch nicht glaube, dass sie viel töten. Genau. Immer eine halbe Wespe oder so. Ja, vielleicht eine Wespe, weil die geknubbelt halt waren durch den einen Crawler da links. Aber sonst hätte er nur eine halbe bekommen. Weiter hochgelevelt. Ja, Headquarter leider. Das kriegt ihr nicht mehr tot, ne? Ja, doch. Nice, nice, nice. Und hat nur eins der beiden Schilde verloren. Also sein Feuer hat dann auch was gekostet. Panzer. Sabertooth, ne? Ich weiß nicht. Damit könnte ich, glaube ich, Raketen absorbieren und nochmal extra Schaden machen. Aber ist das wirklich die beste Antwort jetzt? Okay, dann könnt ihr jetzt 1000 Flanken aufbauen. Ich glaube, ich mache mal hier die Flanke laufen mit allem.
Beacon. Nochmal extra Speed nachher. Ja, um. Ja, die Artillerie, den geben wir jetzt mal mehr Reichweite. Und ansonsten, Anti-Small hat er ja eigentlich so gut wie gar nichts, ne? Machen wir jetzt einfach Crawler dazu. Dann können wir auch die Artillerie ablenken von ihm. Ja gegen alles ganz gut wahrscheinlich. Ich kann den Level mitgenommen, aber ich kann nicht jede Runde Kredit aufnehmen. Muss ich natürlich gleich verkaufen, ne? Keine Frage. Sabertooth. Ja, aber mit meinen Crawlern habe ich, glaube ich, einen guten Buy gemacht. Die prügeln sich jetzt da durch. Go, go, go! Hoffentlich holt er diesmal das Headquarter. Stehen bleiben und zack, danke. War jetzt riskant mit drei Stück das zu machen. Ja, der wird die gleich natürlich irgendwie kontern. Ich werde nicht jede Runde nur einen verkaufen. Aber muss ja irgendwo anfangen. Und ich brauchte mal wieder eine Runde. Es gibt, glaube ich, keine Konter, die die Wespe und das gleichzeitig gut kontert. Von daher verkaufe ich die, dann geht er runter und damit Wespen gehen dann ein bisschen rein mit den Upgrades. Der Tanky da links, ey. Schnell, schnell, schnell. Danke. Ja, also die Rhinos haben wir, glaube ich, gewonnen diese Runde. Waren aber auch schnell unterwegs. Ich kann auch Melting Points inzwischen aufstellen, ne? Für Bombe. Dem da ausweichen. Isa, ich kann auch Melting Points aufstellen. Ja, ich glaube, ich würde die ganz gerne hier mit irgendwas spielen. Ist Luftabwehr wirklich das Beste da? Oder ich mache die Tanky, ja, die Wespen. Das ist halt jetzt wirklich sehr tricky. Ich mache, glaube ich, Bombe Upgrade, weil die so stark da rechts ist. Aber ich mache trotzdem den Melting Point. Ja, und dann müssen wir, glaube ich. Diese Runde gibt es Öl. Nächste Runde gibt es aber erst Feuer. Und damit Reichweite. Er steht ja schön weit vorne, ne? Der versucht die auch direkt zu rösten, die Freunde. Genau. Öl von meiner Seite. Könnte einen schönen Brand geben. Hier ist immer was zu tun. Genau, das hat er da oben gut hingebaut. Ja, das habe ich ja gewusst, dass nur eine Runde funktioniert. Die Frage, ob die Steeballs gut kaputt machen gleich. Ich würde vermuten, ja. Hängt ein bisschen von ab, wie gut der die jetzt gleich alle abknallt. Schade, dass er da ein Schild hingestellt hat. Sonst hätte es gut gebrannt in den ganzen Modelltanks. So, die Wespen geben sich Mühe. Die holen einfach den Dicken da weg. Okay. Ja, es hat halt wenig Luftabwehr. Gegen Raketen hat er was aufgestellt. War das eben Panzer, ja, ne? Ja gut, ich habe ja Melting Points, die Panzer stehen vorne. Das sollte eigentlich locker gehen dann. Boah, sieht ja gut aus. Ja genau, die machen jetzt keinen großen Schaden mehr. Vor allem die nicht, ne? Der muss ich vielleicht mal gleich noch eine andere da vorstellen, dass die Billigraketen abgefangen werden. War Factory. Eine War Factory ist ziemlich gut gegen die dicken Dinger da. Die Steeballs stören dann ein bisschen. Ich glaube, ich mache eine War Factory. Oder wir machen Debuffs. Verteilen mit den UFOs. Ich mache eine War Factory. Ich wollte zwar eigentlich was ganz anderes machen. Aber Phoenix Produktion, War Factory und dann Wespen dazu.
Also ich brauche leider noch eine Artillerie für hier, damit die Raketen halt wieder ankommen, ne? Genau, da oben halt verkaufen angesagt. Da machen wir noch eine zweite War Factory. Und wir müssen diese Runde Schilder aufstellen, sonst ist meine gesamte Armee ausgelöscht. Ich kriege keine Satelliten abgefangen da oben, ne? Naja, der wird die ganzen Wespen hier links runterholen. Da geht auf jeden Fall ein Sturm runter. Und zwei da drauf. Ist die Frage, ob wir die in Sicherheit fahren wollen hier zur War Factory ein bisschen. Luftabwehr. Natürlich jetzt ärgerlich für die Phoenix. Und die kommt ohne Upgrades leider. Aber die kommt von ganz hinten. Der Kampf dauert ja relativ lang, ne? Ja, da. Peace. Ja, der ist leider tot, der Flammenwerferpanzer. Ich krieg die ganzen Modelltanks dann jetzt nicht. Ja, der Level 3 Overlord massakert den. Und die Luftabwehr, die er vergeben hat, massakert den Rest. Wahrscheinlich war das ein totaler Fehlkauf mit dem mit der War Factory. Ist ja halt wieder das Zeitlimit, was mich halt da kaputt macht, ne? Weil ich hatte ja eigentlich, hatte ich ja Wespen gehabt, um mich dann War Factory hole, um Phönix zu produzieren. Und er muss die Wespen kontern, weil die eben alles gemassakert haben, muss ja diese Runde Flugabwehr kommen, ne? Und dann ist War Factory natürlich ein totales Eigentor. Für die Fortress war es ja blödsinnig zu kaufen, weil ich die Melting Points hatte. Und da war das eine gesamte Runde mit, ne, dem Einkommen der letzten 5 Runden oder so umsonst investiert. Also es war auf jeden Fall ein GG-Move. Also in den Runden, wo diese Unit Drops kommen, hätte ich gerne nochmal 30 Sekunden mehr zum Nachdenken. Tja. Und jetzt habe ich halt zwei Probleme auf einmal und dumm gelaufen, würde man sagen. Also mehr War Factory sehe ich nicht als Antwort. Im Grunde genommen ist das ja auch schon die Konter ein Stück gewesen. Also wir machen jetzt die Dinger, aber ich brauche halt auch Anti-Small. Ich sehe es halt leider nicht in den Karten mehr, halt, ne? Dass ich jetzt irgendwie hier hole. Die Zone ist auch noch Feuer, das heißt, ich muss wieder 10 Satelliten für nichts verschwenden. Dann ist die ganze Armee tot. Also ich könnte jetzt eine War Factory verkaufen, weil die sowieso sich nicht lohnt. Muss ich halt Fehler eingestehen. Viel Upgrade für nichts gewesen. Und dann versuchen wir hier vorne alles auszuknipsen, so gut es irgendwie geht. Ja. Den da halt ein bisschen verzögern. Reichweite für alle. Der muss halt überleben, das ist halt die absolute Schlüsselfigur da, ne? Das sieht aber übel aus. Wie gesagt, die War Factory macht mich komplett fertig. Mir fehlt halt Anti-Small in der Luft, ne? Da gehe ich ja keine Illusionen hin. Meine Wespen hier, die leisten das mit dem Bomber-Upgrade wahrscheinlich nicht. Ah, und ich vergessen den da oben, den ich verkaufen. Ja. Also die Fehler häufen sich. Also je weiter die Runde vorangeht, ne, Runde 7 habe ich glaube ich nur noch Fehler gemacht, desto mehr verliere ich halt, weil. Also es ist der Zeitmangel, ne? Ist absolut der Zeitmangel, wie immer. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt klappt ein bisschen. Ist halt ein Wespenproblem unter Umständen. Die Overlords sind zumindest, die Fortress sind weg, also der Spawn zumindest noch ein bisschen. Aber dafür ist er echt zu teuer, wenn er nur Spawn fungiert. Ja, und jetzt sind die Wespen da und ich kriege die Overlords nicht mehr. Also der ist verloren. Jetzt seien die OP-Wespe macht das alleine. Sieht aber nicht so aus, oder? Na, die schneiden sich tatsächlich da durch. Headquarter leider. Ja, aber
sind zu viele Wespen. Aber ich habe noch ein paar von denen, die die Wespen wegholen. Na komm, gib dir mal Mühe. Ja, nie daran gezweifelt, dass das funktioniert. Nie daran gezweifelt, trotz der massiven Fehler. Ja, also das war total scheißiges Spiel von mir, ne? Vielleicht hätte ich eben, weil ich die 3 platziert habe, zum Beispiel nur 2 platzieren sollen. Und dann hätte ich die schneller verkaufen können. Das mit der War Factory hat mich komplett aus dem Spiel fast gekickt, ne? Wenn der Gegner hier 1, 2, 3, 4 Fähigkeiten hat, dann muss ich ja immer andauernd Schilde holen. Der hätte mal überlegen können, vielleicht doch irgendwas hole, was halt Schilde hat, ne? Vielleicht eben Fortress. Also da war, glaube ich, viel, viel im Argen, was hier war. Und dann ist die Frage, wenn ich so eine Linie hier aufbaue, also wann immer man mehrere Einheiten holt von einem Typen, sollte man vielleicht ein Upgrade überlegen, ne? Also die waren quasi sehr inaktiv hier. Ja? Die waren haben eigentlich auch nie was bekommen. Da war eine Menge drin, was nicht funktioniert hat. Ich glaube, das Einzige, was mir das Spiel ein bisschen geholfen hat, halt war, dass der hier oben... also ich weiß nicht, ob man Flugabwehr gespielt hat. Ich verstehe es halt immer noch nicht so hundertprozentig. Ne? Und dass er versucht hat, die Raketen damit abzufangen vielleicht. Ja, wie dem auch sei. Also da war eine Menge Fehler bei. Zeit für heute Schluss zu machen wahrscheinlich. Es ist aber, also es ist der Zeitmangel, ne? Ich habe so eine Tendenz, schneller zu klicken, eben weil ich halt gestresst bin durch den Zeitmangel, selbst wenn ich noch Zeit über habe und dann schaukelt sich das immer hoch und das ist sehr ärgerlich. Die einzige Lösung auf den Zeitmangel, die ich ja wirklich habe im Moment, ist vorgefertigte Strategien zu machen und ihr wisst ja, was das Problem damit ist. Vielleicht muss ich mehr Spiele einfach offline machen für mich, damit ich zumindest dann aufsteige und dann machen wir die Showgames der nächsten nur doch. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.